So Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Need for Speed Most Wanted Part Video, wie auch immer. Ich muss mich einfach noch mal ein bisschen hier drüber unterhalten und euch noch ein paar Sachen zeigen. Es werden ein paar Spoiler auf jeden Fall folgen, was Wagen und so weiter von der Blacklist auch angeht. Deswegen, wer sich da nicht spoilern lassen will, am besten wieder wegdingsen. Nur ich muss mich in dem Video, das wird so ein kleines Auskotz-Video und ein paar Leute doch noch vielleicht überzeugen, sich das Spiel zu holen und davon zu überzeugen, dass es ein geiles Spiel ist, auch wenn es kein Tuning gibt, ja. Das ist ja immer das Ding jetzt so in den letzten Jahren. Also will ich es eigentlich nicht sagen, aber es ist ja immer. Ich kotze mich jetzt wirklich über Leute aus. Es tut mir leid, wenn ich damit jemanden beleidige. So ist es nicht gemeint. Mich persönlich macht es einfach nur ein bisschen stinksauer eigentlich. Ich will da niemanden beleidigen. Ich beleidige nur eure Meinung, wenn überhaupt. Ja? Also braucht sich hier keiner angepisst zu fühlen. Dennoch will ich unter dieses Video auch so eine kleine Diskussion starten. Ja, so eine. Ja, eine Diskussion doch, warum eigentlich nicht? Kommentarbereich vollknallen mit euren Meinungen dazu und ob ihr mir recht gebt oder ob ihr mir überhaupt gar nicht recht gebt. Das ist ja jede Meinung verschieden. Und das ist auch okay so. Nur ich muss mich gerade einfach mal ein bisschen auskotzen. Was so manche Leute sagen über das Spiel, warum sie es schlecht machen. Es ist ja okay. Ach, ich laber einfach drauf los, ja. Es gibt viele Leute, liebe Freunde, die das Spiel schlecht reden. Weil ihnen ein paar Sachen nicht an dem Spiel gefallen. Das ist. Alter, 25 Stunden zocke ich das Game schon. Holy shit. Das ist vollkommen okay. Meinungen und Geschmäcker vor allem. Geschmäcker sind natürlich total verschieden. Das ist klar. Da kann man auch gar nicht drüber streiten. Mich regt es nur auf, wenn ein Spiel schlecht gemacht wird durch irgendwelche Sachen, die überhaupt gar nicht stimmen. Autolog-Alarm. Was gibt's denn Schönes? Ach ja, je. Ja, also wenn zum Beispiel, wenn man jetzt einfach sagen würde, oh ja, hier Most Wanted 2, ich nenne es jetzt einfach mal immer Most Wanted 2, damit es da keine Verwechslung gibt, wäre scheiße, weil man nicht driften kann. Sage ich jetzt einfach mal, also das ist nicht so, ich meine es nur als Beispiel, aber das ist genau das Ding. Dann wird es schlecht geredet, obwohl es hier überhaupt gar nicht stimmt. Und das sind mir einfach viele Sachen, auch in vielen Testberichten, gerade bei Giga. Ist auch irgendwie für mich jetzt gestorben, wer Giga kennt, also, naja, ist ja auch egal. Die haben das so schlecht bewertet und ich kann es nicht nachvollziehen. Also wirklich überhaupt gar nicht. Ich sag mal so, das ist denen ihre Meinung, klar, das muss ja auch gar nichts heißen. Die sind jetzt hier nicht die Spiele-Gods, die wissen, so ist es und nicht anders. Ich sag's ganz ehrlich, als ich mir den Bericht durchgelesen hatte, hatte ich das Spiel noch nicht selber gespielt. Das habe ich mich durchgelesen, einen Tag bevor ich es hatte. Oder sogar an dem Tag, an dem ich es bekommen hatte. Und da wurde so viel schlecht geredet und Leute, ich schwör's euch, wenn ich das Spiel nicht irgendwie nicht vorher gesehen hätte oder sonstiges, hätte mir nur diesen Testbericht angeguckt zu. Leute, ich schwöre auf Gott, ich hätte mir das Spiel nie im Leben geholt, weil ich gedacht hätte, boah, was ein Dreckspiel. Ganz ehrlich, und deswegen sollte man einfach auch allgemein nicht auf irgendwelche Meinungen von so Spieltester und so hören, wenn sie was so schlecht reden. Es wurde so viel. Ich meine, gut, das ist okay. Der hat auch Sachen reingeschrieben, wo ich selber sage: Ja, gut, das stimmt auch. Das hätte man einfach besser machen können. Ich bin da ja auch ehrlich. Und sage jetzt nicht, weil ich das Spiel cool finde. Nee, nee, alles ist super. Natürlich finde ich auch ein paar Sachen ein bisschen dämlich. Das sind alles nur Kleinigkeiten, aber wie man auch weiß, viele Kleinigkeiten ergeben auch eine riesige Sache. Es stand zum Beispiel drin: Ich weiß jetzt nicht mehr allzu viel. Ich habe jetzt auch nicht den Spielbericht hier gerade irgendwie liegen von denen. Aber das Dümmste. Das Dümmste war wirklich einfach, die meinten, man müsste halt durchgehend das Auto wechseln, um auf der Blacklist, ja, voranzukommen, sag ich mal. Also, da wäre nach zwei Rennen das Auto schon wieder viel zu schlecht und man müsste Neues haben. Leute, ganz ehrlich, die Leute können wahrscheinlich einfach nicht zocken, weil das ist das Ding. Ich schwöre auf alles. Warum schwöre ich so viel? Ihr könnt es mir auch einfach glauben. Ich kann es auch euch zeigen irgendwie. Ich habe die komplette Scheiß-Blacklist mit einem einzigen Wagen gemacht. Ich glaube, das steht jetzt aber nicht drinne. Nee, schade. Leute, ich habe von 10 bis 4. Ich habe 10, 9, 8, 6, 5, 4. Habe ich alle mit meinem Evo. Das müsst ihr euch überlegen. Mit meinem Evo 10 habe ich die fertig gemacht. Dann hat mir 7 gefehlt, weil 7 habe ich übersprungen. Das habe ich dann mit meinem Nissan GT-R gemacht. Einfach just for fun. Aber ich hätte es auch, wie gesagt, bis 4 hätte ich es locker mit dem Evo schaffen können. Und dann habe ich wirklich Platz 3. Ich spoilere jetzt die Wagen. Oh, Easy Drive geht zu. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ein bisschen dämlich, aber okay.
Dritter Platz, Bugatti Veyron Sport, Super Sport, ja? Habe ich mir Evo abgezogen. So viel zu der Sache, die Wagen werden irgendwann zu schlecht. Pagani Huayra oder wie er ausgesprochen wird, habe ich mit dem Evo fertig gemacht. Und sogar den scheiß Königsegg, ja? Habe ich mit meinem Evo fertig gemacht. So viel schon mal, dass es vollkommener Quatsch ist. Man muss ja durchgehend die Wagen wechseln, weil sie zu schlecht sind. Da stand nicht, man muss die Wagen wechseln, um voranzukommen, sondern weil sie zu schlecht wären. Und das ist einfach schlicht und ergriffen gelogen. Das macht mich so stinkig, ey. Wenn ein Spiel schlecht geredet wird, mit Sachen, die nicht mal stimmen. Und dann gab es auch noch mehr. Dann haben auch viele Leute da in den Kommentarbereich viele Sachen falsch verstanden. Es ist ja so, dass man sich für jedes Auto alle Sachen neu freischalten muss. Das finde ich ganz ehrlich geil gemacht, weil so kommt man auch mal dazu, mit anderen Wagen rumzufahren und man denkt, halt, man findet ein neues Auto. Oh geil, da ist jetzt der Gallardo, sag ich jetzt mal. Oh cool, ey, den muss ich mir jetzt erstmal hochpushen. Und das macht einfach so Laune, diese Wagen hochzupushen. Das macht so Spaß. Stell mal vor, man zockt jetzt einmal so lange, hat alles freigeschaltet, dann holst du ein neues Auto und kannst direkt alles einbauen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Und das macht dann auch so eine. Also ein Ehrgeiz quasi. Oh ja, hier habe ich jetzt noch mein Audi R8. Und, oh, der hat ja noch nicht mal NOS. Ey, jetzt mache ich erstmal das erste Rennen und hol für den NOS. Mir persönlich, wie gesagt, ich sage nicht so, so ist es jetzt. Ist natürlich nur meine Meinung, die ich jetzt repräsentiere. Kann bei euch natürlich wieder ganz anders sein, aber ich finde es persönlich richtig geil, weil man findet neue Autos, denkt, oh, hier auch noch ein Lieblingsauto von mir, das mache ich jetzt mal gut. Leute, ich habe das Spiel durch. Also, ich habe, wie gesagt, Blacklist komplett fertig, bis zum ersten gemacht, alle abgehakt. Und jetzt habe ich gerade voll den Faden verloren. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Es war irgendwas Gutes. Es war irgendwas verdammt Gutes. Ach genau. Und ich habe bis jetzt nur zwei Autos, kein Scheiß, nur zwei Autos auf Gold. Also das heißt, auf komplett getuned. Man schaltet sich ja in fünf Rennen alles frei. Quasi. Ich kann das nochmal zeigen. Ich hatte es zwar schon gezeigt gehabt, egal. Hier, man geht auf Rennen. Das erste habe ich schon gemacht. Das erste ist immer auf Leicht. Da schaltet man sich immer Nitro und Geländereifen frei. Dann gibt es das zweite auf Mittel, da kriegt man jetzt, da steht jetzt leider nicht da. Doch, langes Getriebe und verstärktes Chassis. Beim zweiten kriegt man einen Leichtbau und Rennreifen, bei dem hier Aero-Karosserie und kurzes Getriebe. Und beim letzten kriegt man den Energieschub Nitro und den Prallschutz. So, da macht man die fünf Rennen und man hat dann wieder alles. Und wie gesagt, da habe ich es erst bei zwei Wagen, Leute. Bei zwei Wagen habe ich es erst komplett, nämlich bei meinem Evo und bei meinem Nissan GT-R. So viel wieder zu der Sache, man muss ja 10.000 Mal den Wagen wechseln. Vollkommener Quatsch. Dann. Okay, ist es auch noch so, dass. Boah, das Drift ist okay, ey. Was war denn da noch drin? Ach, genau. Da hat nämlich einer, ein Zuschauer oder beziehungsweise einer aus der Community gesagt: was ein Dreck das mit dem Spiel ist. Für jedes Auto muss man sich alles neu freischalten. Das war nicht das Negative. Das Negative meinte, und man muss dann immer fünfmal dieselben Rennen fahren. Das ist ja eine absolute Frechheit von Criterion. Habt ihr es gemerkt? Es wurde wieder schlecht geredet. Mit einer Sache, die überhaupt gar nicht stimmt. Er hat es nämlich so verstanden, dass man jeweils immer fünfmal dieselben Rennen fährt. Also, dass das erste Rennen hier, das leichte, wo man nie drückt, dass das immer dasselbe Rennen ist. Das Rennen, wo man sich das langes Getriebe und verstärkt Chassis freischalten muss, dass das wieder dasselbe ist. Da könnte ich seine Meinung auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen, wenn es tatsächlich so wäre, weil das wäre wirklich eine Unverschämtheit von dem Spiel, dass man über fünfmal dasselbe Rennen fahren muss. Also das wäre ja wirklich, das wäre wirklich das allerletzte. Aber das Ding ist einfach, es ist nicht so. Das sind immer andere Rennen. Also klar, nach einer Zeit überschneiden sich auch mal ein paar. Ist ja ganz logisch. Da denkt man dann, guckst du hin, das siehst du schon hier bei den Rennen, man geht drauf. Hier zum Beispiel Zielpunkt festlegen. Das heißt, ich kann nicht zu dem Rennen hinspringen. Das heißt, ich habe dieses Rennen noch nie gefahren. Auch mit keinem anderen Wagen. Double Parked, das habe ich schon gespielt. Seht ihr sogar in meinem anderen Video. Hier kann ich mich sofort auf Rennen starten. Also Double Parked, das Rennen, das habe ich schon mal. Das war das mit den Cops. Das habe ich in meinem letzten Video mit dem Evo gemacht. Red Shift habe ich zum Beispiel auch noch nicht. Das hier habe ich dann mal auch wieder. Also klar, irgendwann überschneiden sie sich. Aber ich meine, mein Gott, dann müsste es irgendwie 200 verschiedene Rennen geben und das auf der kleinen Map, das ist klar, dass sie sich ab und zu mal überschneiden, aber viele sind auch noch neu für mich. Also ist das, was schlecht geredet wurde, auch vollkommener Quatsch, weil es überhaupt gar nicht stimmt. Und das macht mich so pissig, dass ich jetzt echt so ein scheiß Video mache, in dem ich mich gerade einfach nur über Leute auskotze, die das Spiel nicht verstehen und dann aber schlecht reden.
wenn sie schlecht reden, weil sie meinen, mir persönlich gefällt die Steuerung nicht. Gut, dann ist es denen ihre Sache, da kann ich auch nicht sagen, nö, die ist doch perfekt. Klar, ich komme auch bei manchen Rennspielen auch mit Steuerung nicht klar oder bei Ego-Shootern nicht mit der Steuerung. Das ist dann, muss jeder für sich selber wissen. Aber dann darf man auch nicht gleich sagen, das Spiel ist schlecht, nur weil man selber nicht mit klarkommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich kam am Anfang auch nicht mit der Steuerung klar, sage ich ganz ehrlich. Ich habe alles mitgenommen am Anfang. Punkt ist, wie in jedem anderen Spiel, zock dich rein, Junge oder Mädel. Irgendwann kommst du mit klar und dann kannst du richtig geile Drifts machen, kannst richtig geil rumfahren, geile Manöver machen. Und du hast das Ding total raus, also... Yeah, das macht dann auch Laune. Okay, ich will das Video eigentlich gar nicht so lange machen. Ich will mich einfach nur mal auskotzen und wissen, ob ihr meine Meinung da teilt mit so Sachen oder ob ihr das ganz anders seht. Das ist vollkommen okay. Muss natürlich nicht gleich jetzt in Beleidigung ausgehen. Ey, du Wichser, was laberst du da für einen Scheiß? Stimmt doch alles gar nicht. Ich sag nur, es ist meine Meinung. Meine Meinung, ganz einfach. Wie gesagt, ich beleidige auch keinen, ich finde es einfach nur scheiße, wenn man was falsch erklärt bekommt, das Spiel sagt, es ist scheiße, obwohl man es total falsch verstanden hat oder so. Kommen wir zum Hauptthema, was Need for Speed halt einfach angeht, was mich auch am meisten ankotzt von den ganzen Leuten, ich sage nicht die Leute, sondern die Einstellung von ihnen, ist einfach, ihr müsst verstehen, kein Tuning gleich Scheißspiel. Und das ist die Sache, die mich einfach nur am meisten aufregt. Und ich überlege gerade, ob ich mal irgendwas hier machen soll, weil es ist ein bisschen langweilig. Ich fahre hier nur rum und erzähle. Ah, komm, was soll's. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Leute, pass mal auf. Warum ich eure Einstellung diesbezüglich dumm finde, ist, ihr verpasst, ihr habt eine scheiß Einstellung und durch diese Einstellung verpasst ihr ein saugeiles Spiel. Und das finde ich einfach nur dämlich. Ich sag nicht, ihr seid dumm, ich sag, die Einstellung ist dämlich. Und das ist wirklich einfach doof. Mich selber macht's auch... Ja, ich weiß nicht, ihr denkt dann die ganze Zeit, oh, es gibt kein cooles Need for Speed mehr. Ja, wenn ihr einfach nur sagt, es gibt kein Tuning, ist scheiße und zockt's dann nicht und verpasst damit übelst geiles Gameplay. Und das ist auch einfach so ein Widerspruch, weil wenn Need for Speeds rauskommt, wo man ein bisschen tunen kann... Ich weiß, Leute, ihr wollt alle in Underground 3, hätte ich auch gerne. Nur mich interessiert auch hauptsächlich das Gameplay und nicht nur ein Feature. Das Tuning, was Aussehen angeht, weil hier kann man ja auch tunen quasi von der Leistung, kann das Auto anpassen. Aber das Ding ist, es bringt euch wirklich nicht weiter, wenn jetzt euer Auto anders aussieht. Das bringt euch auch nicht weiter. Es ist also nur ein Feature, wenn man das verändern kann. Und sich ein cooles Rennspiel entgehen lassen, mit einem geilen Gameplay, mit... Ich finde gerade, ich wollte ein Open-World-Game wieder haben, wo man geile Verfolgungsjagden hat. Und das hat mir das Spiel einfach zu 100% gegeben. Das macht so Laune, Verfolgungsjagden zu machen. Das ist der Wahnsinn. Ich war es übrigens auch schon Stufe 6, ey, da geht's richtig ab. Und das finde ich, kann ich nicht nachvollziehen, warum ihr das an euch vorbeigehen lasst. Nur weil es ein Feature nicht gibt. Das ist wie, ich finde es zum Beispiel schade, dass es in Battlefield 3 keine Killcam gibt. Die sollte ja mal eingeführt werden, aber die Community hat anders entschieden. Also haben sie es nicht gemacht. Ich würde es auch geil finden, wenn Battlefield 3 eine Killcam wäre. Das ist wie, wenn ich sagen würde, was? Battlefield 3 hat keine Killcam. Oh, doch, Dreckspiel. Einfach nur Scheiß, gibt keine Killcam. Nee. Da würde auch ich jetzt immer sagen, du weißt schon, dass das eigentlich nur eine Nebensache ist. Killcam ist eigentlich scheißegal, ob du dabei ist oder nicht. Das Gameplay ist geil. Ja, nö, gibt keine Killcams, scheiße. Da würde mir doch auch jeder sagen, sag mal, bist du bescheuert? Was ist das denn für eine Einstellung? Und da hättet ihr auch recht. Definitiv. Oh, hier sind so fiese versteckte Reklametafeln. 3 Stück. Eine ist hier. Ich erzähle jetzt einfach mal kurz. Eine ist hier, eine ist da. Und eine ist noch, wenn man hier runterfährt. Sehr gemein versteckt. Naja, und deswegen kann ich es nicht nachvollziehen, dass ihr einfach nur wegen einem Feature sagt, das Spiel ist scheiße. Gebt dem Spiel eine Chance, leitet euch mal auf und zockt. Vielleicht endet ihr mal und denkt, na okay, ist wirklich saugeil. Tuning gibt's nicht, das könnt ihr scheiße finden, das ist klar. Aber sagt doch nicht gleich, dass das Spiel dann scheiße ist. Und wenn es halt Tuning irgendwie so gibt, dann fucken sie sich trotzdem ab, ja, das Spiel ist scheiße. Das kann ich nicht nachvollziehen, wieso? Ihr wollt doch, das Gameplay ist euch doch anscheinend egal, weil es geht ja nur, es gibt kein Tuning, Spiel ist scheiße. Das Gameplay ist geil, das interessiert die Leute nicht. Aber wenn es Tuning gibt, dann fucken sie sich über das Gameplay ab. Das kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Das macht mich... Ey, ich bin nicht mal Spieleentwickler, ja? Und mich macht es so fucking wütend, ey. Mich regt es einfach nur so dermaßen auf. Deswegen denke ich mir auch, ich würde aus reinem Protest einfach gern Underground 3 machen, wo du jeden Scheiß tunen kannst. Und das Gameplay würde ich extra richtig verkacken. Mir keine Mühe beigeben, weil ich dann einfach sagen würde, ja nee, das ist den Leuten ja egal. Gameplay interessiert sie ja nicht, sie wollen ja nur Tuning. Und dann würden sie, logischerweise, was auch verständlich wäre,
würden sie sich natürlich drüber aufregen, dass es Gameplay-Scheiße ist. Und das macht mich pissig, weil das ist dieser Widerspruch in sich. Das finde ich dämlich. Oh! Okay, Puls ist jetzt ungefähr bei mir auf 180. Ich sollte das Video langsam mal beenden. Aber vorher beruhigen wir uns nochmal, liebe Freunde. Wirklich, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das seht, wie, weshalb. Ich freue mich über Kommentare, aber wie gesagt, spart euch Beleidigungen. Wir wollen es hier auf einem Niveau von Level halten einfach. Und dann würde mich echt eure Meinung interessieren. Vielleicht sagen viele, ey, hast recht, so habe ich das noch nicht gesehen. Oder vielleicht bleiben sie trotzdem ihrer Meinung treu, wie auch immer. Lasst es mich wissen, schreibt Kommentare. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall geht es jetzt noch mal wieder anders weiter. Ich habe nämlich ziemlich coole Sachen gemacht und das will ich noch gerade eben zeigen. Ich habe das Spiel ja durch, also von der Dings her, von der nicht vorhandenen Story. Ach, da könnte ich jetzt auch mal sagen, was ich zum Beispiel schlecht finde. Ich finde es schade, man kriegt halt nur diese Wagen richtig geil vorgestellt, wenn man so ein Blacklist-Rennen macht. Aber man sieht halt keine Infos zu einem Char. Das ist ehrlich gesagt, gut, Criterion kennt sich anscheinend ja eh nicht so aus mit Stories, in ihr Rennspiel hat noch nie eine Story oder so gehabt. Aber ich gebe mich halt mit weniger auch zufrieden. Also wenn man jetzt einfach, das Auto wird richtig geil in so einer coolen Animation immer vorgestellt. Mir hätte es einfach gereicht, wenn du für 3 Sekunden irgendein Typ dann noch sich vors Auto stellen würde, oder eine Tusse sich vors Auto stellen würde. Hintergrundstory von dem oder der ist mir dann auch ehrlich gesagt egal, aber man will doch einfach nur wissen, ey komm, den machen wir fertig jetzt gerade, oder die machen wir gerade fertig. Das hätte mir schon gereicht, aber man will doch schon irgendwie so wissen, gut, wen trete ich denn gerade in den Arsch? Also das ist auch so eine Sache, wo ich sage, gut, das hätte man so leicht vor allem, das verstehe ich dann auch nicht von den Spielemachern, man hätte es so leicht besser machen können. Genauso ist es auch mit der Farbe, man fährt durch eine Werkstatt, wird repariert, kriegt automatisch auch eine neue Farbe. Ist jetzt nicht so toll. Der Punkt ist aber, im Multiplayer ist es geil gelöst, da schaltet man sich die Farben, schaltet man sich zum Beispiel frei, kann sie sich dann auswählen und dann fährst du normal durch eine Werkstatt, Farbe bleibt und man wird repariert. Das ist auch eine Sache, wo man denkt, ey, Leute, wieso habt ihr das genau so nicht im Singleplayer gemacht? Das Spiel, man regt sich auf, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Das ist echt lustig, also kann man auch nicht ganz beschreiben. Naja, egal. So, ihr seht jetzt hier, Einzelspielerfortschritt, 86% oder so. Und siehe da, Most Wanted Wagen, 10 von 10. Wagen gefahren, 41 von 41. Wechselstellen gefunden, 123 von 123. Reklametafeln zerstört, 156 von 156. Radarkameras ausgelöst, 66 von 66. Und Sicherheitstore zerstört, 135 von 135. Das heißt, liebe Leute, ich habe alles gefunden, was es auf der Map gibt. Und es war die Hölle. Jedoch hatte ich das Gefühl, dass ich auf einmal ein Tor, was ich schon mal hatte, wieder zusammengebaut hat. Es ist wirklich kein Scheiß, weil man konnte danach, es war nur eine ganz enge Stelle, durch die man fahren konnte. Danach kamen Reklametafeln. Die Reklametafeln hatte ich, aber nicht das Tor. Wie bin ich dann auf die Straße gekommen? Deswegen habe ich gedacht, hat sich das wieder zusammengebaut, um einen Frust zu ersparen? Keine Ahnung, ey. Mir kam es ein bisschen komisch vor, aber egal. Ich habe alles gesammelt. Trophy-Liste wollte ich auch nochmal ein bisschen zeigen. Swoop. Ach, jetzt muss das ja hier... Ach, nee, warte, machen wir anders. Das haben sie ja jetzt hier auch neu gemacht mit den ganzen Trophies und so. Dass die immer direkt aktualisiert werden. Aber da kann man einfach den Modus umstellen und dann geht es. Aber jetzt lädt das doch so lange. Ach, komm. Ach, Leute, irgendwas muss ich euch noch zeigen. Ich fahre jetzt einfach noch ein Rennen. Das kann ich euch nicht anbieten. Wenn man sich übrigens den Energieschub freischaltet, also dieses krasse Nitro, wo man nur einmal draufdrückt und dann die ganze Energieleiste weg... Nitro-Leiste... wenn ihr euch von den Bro freischaltet, Alter, das Ding geht ab. In einer Sekunde fahrt ihr 60 km/h mehr. Das ist so der Wahnsinn, ey. Wie viel Prozent habe ich denn? 81%. Es fehlt echt eigentlich gar nicht mehr so viel. Was mir fehlt ist, es sind richtig miese Trophys dabei. Untergrundmodder schaltet 3 Profi-Modifikationen im Multiplayer frei. Da die Pro-Sachen freizuschalten, Leute, ach du Scheiße, das dauert ordentlich lange. Da muss man viele Sachen für machen. Niemals Zweiter sein, werde in jedem Rennen Erster, mit jedem Wagen. Das ist noch eine Sache, wo ich ein bisschen mir nicht sicher bin. Meinen die wirklich mit jedem Wagen 5 Rennen? Das wären dann 205 Rennen oder so, falls ich es richtig ausgerechnet habe. Oder meinen sie nur, weil sich ja wie gesagt die Rennen überschneiden nach einer Zeit, ob die nur die jeweiligen Rennen meinen? Alle. Keine Ahnung. Felgenkratzer fehlt mir noch.
entkomme den Cops mit mindestens einem platten Reifen. Da habe ich mir schon ein bisschen was überlegt, wie ich das machen kann. Und zwar bei der ersten Blacklist werfen die recht viele Nagelbänder ab, also beziehungsweise an Straßensperren, da einfach durchfahren, dann einfach das Rennen verlieren, das ist ja egal, und dann den Cops irgendwie entkommen. Das müsste irgendwie machbar sein. Und dann fehlt mir noch Zerstören einer einzelnen Verfolgungsjagd im Ford F-150, SVT Raptor, 10 Cops. Das ist auch noch total leicht. Und dann habe ich schon, dann habe ich Platin, ey. Coole Sache. Also es ist nicht, schwer ist es nicht, Platin zu bekommen. So viel einfach zu der Geschichte. Ist nicht schwer, bisschen aufwendig. Ordentlich aufwendig halt, alles zu finden und so. Und Multiplayer kann ich jetzt auch schon mal was sagen, ist recht lustig, ist ansatzweise wie ein Burnout, aber dennoch nicht ganz. Es gibt auf jeden Fall Challenges, die man erledigen kann. Achso, ich wollte ein Rennen fahren. Hahaha, ich wollte mir ja noch meine Corvette hochpushen. Oh, auch noch ein Rennen, was ich nicht kenne. Na super. Was habe ich gerade einmal erzählt? Ach genau, man kann diese Challenges machen. Man kann sich quasi so eine eigene Playlist machen, was die Spiele angeht. Das ist sehr lustig gemacht. Man kann sich zum Beispiel einfach nur Challenges reinmachen, die man sich ausgewählt hat. Man kann Rennen machen, man kann Teamrennen machen. Da gibt es schon wirklich sehr viel, nur was mich halt aufgeregt hat, und das ist genau das, was ich leider bei dem Spiel online befürchtet habe, dass sich die Leute einfach gegenseitig durchgehend takedown. Und das nervt. Ihr seid mitten in der Challenge, wo man zusammen, das muss man sich dazu sagen, wo man zusammenarbeiten muss, und die Leute haben nichts Besseres zu tun, als dich als zu crashen. Das ist wie wenn ihr Battlefield, COD oder was weiß ich was zockt und eure Teammates, ihr müsst, macht Koop-Modus irgendwas, sag ich jetzt mal, und eure Teammates knallen euch gegenseitig die ganze Zeit ab. So müsst ihr euch das vorstellen, das nervt einfach. Trick der Sache ist natürlich, zockt es mit ausgewählten Leuten, sagt da Bescheid, hier, wir machen keine Scheiße, keinen Takedown extra machen. Klar, bei so einem Spiel geht's sau schnell mal, dass man einen aus Versehen take, das ist natürlich kein Act, aber als dieses extra Crashen nervt einfach derbe, ey. Deswegen werde ich da auch eventuell nochmal ein Video machen, wer da Lust hat, mit mir zu zocken, online ein bisschen was zu machen, so Challenges und allen möglichen Krams. Da werde ich vielleicht noch ein Video machen und dann können wir da ein bisschen rumcrashen. Aber wie gesagt, dann sag ich die näheren Infos noch in dem Video, von wegen nicht crashen und so, weil das nervt einfach. Es gibt manchmal auch, wie gesagt, Challenges, da muss man sich crashen, da ist es natürlich was anderes. Aber so ist es einfach nur nervig. Oh, wir haben wieder so eine coole Drogenkamera. Ach genau, und das ist auch noch ein bisschen negativ, was mir aufgefallen ist. Es wurde ja so angepriesen, Autolog 2, und es ist ja wirklich Hammer, mit jeder Werbetafel wirst du da verglichen und oh, das ist Wahnsinn alles. Problem der Sache ist, man wird alle 5 Minuten aus diesem Modus rausgeschmissen, also aus dem Autolog. Man kann sich zwar jederzeit da wieder anmelden, das ist auch gar kein Act. Nur es nervt immer ein bisschen. Man denkt, oh ja, jetzt schlage ich den Rekord. Autolog meldet dich ab und dann weißt du gerade in dem Moment noch nicht. Es wird ja eh alles gespeichert, aber in dem Moment weißt du dann nicht, habe ich den jetzt besiegt oder nicht. Ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Aber das wird wohl noch. So, okay. Dann würde ich sagen, fahren wir dieses Rennen noch zum Abschied. Bam, und erstmal rausgehauen. Also im Singleplayer liebe ich das ja, die Leute rauszuhauen. Ja, online fuckt es natürlich ab. Ein Gummibandeffekt ist natürlich auch drinne, warum sich ja auch die Leute immer drüber aufregen, was ich aber auch nicht nachvollziehen kann. Weil der Gummibandeffekt ist ja eigentlich, wir müssen euch überlegen, für was er gut ist. Er ist dafür gut, die Rennen, ich sag mal, spannend zu halten. Auf jeden Fall, und dass ihr auch eine Chance habt, wenn ihr einen Unfall baut. Stellt euch vor, es gibt diesen Effekt nicht. Ihr würdet einmal einen Unfall bauen, ihr könntet nie wieder aufholen. Könnt ihr noch so gut fahren. Das wäre es. Oh, der hat auch eine Corvette. Irgendwie zu lang. War das jetzt eigentlich ein Rundkurs? Ich habe gar nicht aufgepasst. Boah, Mist, hätte ich abkürzen können, ich sterben. Hier steht ein fetter Gallardo irgendwo rum. Hier links eigentlich. Aber in Rennen selbst sieht man die nicht. Okay, also so viel auch zu dem Thema Gummibandeffekt. Ich habe mich zwar auch darüber aufgeregt anfangs, aber bis ich mir das halt echt mal überlegt habe, gut, warum gibt es das überhaupt? Und wieso, weshalb? Dann habe ich überlegt, okay, stimmt. Ohne wäre es echt ein bisschen mies, weil da könnte man einmal verkacken und das war's. Und halt um die Spannung zu halten. Also der übelste Gummibandeffekt ist einfach bei den Most Wanted Rennen. Ihr haut einen raus, kein Scheiß, der ist erstmal dann 10 Kilometer hinter euch und von einer auf die andere Sekunde ist er wieder hinter einem. Da habe ich auch gedacht, oh, what the fuck. Aber die wollen halt einfach, dass es die ganze Zeit so ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleibt, und das finde ich auch gut gemacht, weil es soll ja spannend sein. Weil stellt euch vor, bei dem Spiel, es gibt keinen Gummibandeffekt, ihr fährt, haut einen Eimer raus in einem Most Wanted Rennen, wo man ja eh nur gegen den einen fährt. Oh nein, fuck, 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 hier geht's lang. Oh, jetzt habe ich verkackt. Jetzt habe ich verkackt. Oh,
Sorry. Nein, das ist Ziel! Nein! Komm schon! Komm schon! Yes! Oh Gott! Oh Gott! Der Windschatten! Okay, die Zeit habe ich jetzt natürlich ordentlich ein bisschen vermasselt durch die letzte Aktion, aber das kann man ja noch verbessern. Und was super geil an dem Spiel ist, warte, was haben wir jetzt? Langes Getriebe. Ja, ja, mache ich mir auf jeden Fall rein. Verstärktes Chassis mache ich mir nicht rein. Das braucht man eigentlich nur für Verfolgungsjagden. Autsch. Außerdem kann man hier so coole Sachen machen, aber ich finde jetzt leider nicht so schnell ein Parkhaus. Es macht so Laune, bei einem Parkhaus einfach hoch zu driften. Vor allem so ein schön freies Fahrtspiel, wo du geil driften kannst. Oh, was will man denn mehr, Leute? Wie gesagt, überlegt's euch. Vielleicht habe ich eure Meinung geändert. Auf geht's! Geronimo! Das! Gebt dem Spiel einfach eine Chance, auch wenn es kein Tuning gibt oder allen anderen Kram. Tut mir leid, Leute, fürs Aufregen. Falls ich Gefühle, Herzen gebrochen habe, tut es mir leid. Es musste einfach mal raus und ich wollte euch teilhaben lassen. Und ja, Leute, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dann!